Gut, Tag 3, 2 Uhr. Das heißt, Jean hat dran gedacht, uns zu wecken. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf zum guten Larry. Ich will sie nicht aufwecken. Ja, das ist wohl besser so. Okay. Ein schöner Nachthimmel. So, dann machen wir das am besten auch wie letztes Mal, als wir uns angeschlichen haben, dass wir nicht direkt zu seinem Haus fahren, weil das wäre ein bisschen auffällig, sondern eben wieder hier zum Château de Blanchefort und uns dann rüberschleichen. Zu Fuß. Damit der gute Larry uns nicht bemerkt. So, dann hier lang. Ich sollte mich unauffällig verhalten und herausfinden, was Larry plant. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. So, Larry, was hast du vor? Er ist ja schon hart am Arbeiten. Schnell um die Ecke. Oh, ich hatte gerade ein bisschen Befürchtung, dass der in sein Auto will und wegfährt. Das wäre nicht gut gewesen. Oh, er sieht uns nicht. Wo will er hin? Das ist ja nichts, wo wir schon mal waren, ne? Also den Weg kenne ich gar nicht. Dann folgen wir ihm mal. Schauen, was er vorhat. Ich vermute mal, er hat was vergraben, weil er hat ja, der hatte eine Schaufel und irgendwas anderes in der Hand und jetzt hat er nur noch die Schaufel in der Hand. Ah, nicht erwischen lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hat er da verbuddelt? Das müsste ja, ah hier, da. Tja, was er wohl hier versteckt hat. Na, zum Glück haben wir unsere Schaufel dabei. Ich hol die Schaufel vom Motorrad. Ach so. Ja gut, dann eben so. Ich dachte, die hätte er jetzt schon dabei. Das war ja ein relativ kleines Paket. Da ist es. Ich hoffe, es ist keine tote Ratte oder sowas. Das heiligste Geschlecht von Larry Sinclair. Nun sieh mal einer guck. Das ist ja interessant. So, jetzt natürlich erstmal Fingerabdrücke. Weil die von Larry haben wir noch nicht. Aber Larry Sinclair, Sinclair, den Namen haben wir auch schon gehört. Na, wo ist er? Ah, hier, ne?
So. Zack. Aha, gute alte Plastikschnellhefte. Gut. Können wir das irgendwie wieder vergraben oder? Nee. Dass das vielleicht nicht auffällt. Ich nehme sie mit, wenn ich gehe. Na gut. Aber das fällt doch jetzt auf, dass wir das da ausgegraben. Aber er kann ja nicht wissen, wer es war. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen. Warte mal. Wir sollten das vielleicht auch nochmal lesen. Das muss das Buch sein, an dem Larry gearbeitet hat. Er hat gelogen, was das Thema und seinen Namen angeht. Ja, das ist korrekt. Ich würde es lieber meiner Partnerin geben, die kann schneller lesen. Hm, okay. Ich schnapp mir besser die Schaufel. Alles klar, so. Dann, ja, wohin, ist die Frage. Was war das? Oh, ein Auto. Warum? Verdammt, es war die schwarze Limousine. Aber ich habe sie verpasst, unheimlich. Mist. Na gut. Zeigt uns René Chateau an. Nö, aber. Wie wäre es denn, wir gehen nochmal hier hin? Sag mal ein bisschen umschauen. Ach nee, Quatsch. Ja, hier lagen ja die Leichen. Die sind jetzt mittlerweile weg. Aber die Polizei hat auch nichts hinterlassen und sonst auch nicht. Nee, sonst scheint hier nichts. Ja, das Blut ist noch da, klar, aber. Nee. Hier ist nichts los. Ja, das mit der schwarzen Limousine, das, die würde ich jetzt gern noch erwischen. Aber wir sehen die hier auf der Karte auch gar nicht rumfahren. Normalerweise haben wir ja, wenn da irgendwas war, dann fuhren die ja hier durch die Gegend. Also. Ja, das hätten halt die beiden Typen mit dem Kind sein können. Man weiß es nicht. Ach, guck mal. Das ist doch. Ja, das ist der Roller von Mosley. Mosley ist noch spät wach. Ist die Frage, warum? Also entweder sah spät wach oder früh auf. Wo ist er denn? Na, Mosley, wo versteckst du dich? Ach, da ist er. Oh, der war schon. Der war schon ordentlich gegraben hier. Könnte man sagen, auf frischer Tat ertappt? Na, ich weiß nicht. Könnte man. Hey, Mose. Ah! Verdammt, Neid! Gräbst du noch Trüffeln? Ich. Okay, hör zu.
Früher? Oh, okay, ich habe da so eine Theorie. Offenbar dieselbe wie Madeleine. Tatsächlich? Dann liegen wir wohl beide falsch. Hier ist gar nichts. Und woher stammt diese Theorie eigentlich? Soll das etwa heißen, dass ich keine eigene Theorie entwickeln kann? Ich war in deiner Logikvorlesung. Weißt du nicht mehr? Oh, als ob du bestanden hättest. Ich habe Grace gestern Nacht nicht heimkommen hören. Warst du lange wach? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Hast du eine Dummheit gemacht? Ha, das kann man wohl sagen. Wir haben 3 Stunden lang nur über dich geredet. Sie weiß genau, was du für sie empfindest, falls du das noch nicht weißt. Was meinst du damit, sie weiß, was ich von ihr denke? Ich denke nur das Beste von ihr. Klar doch. Was redest du da eigentlich? Ich behandle Grace wie eine... Ach, vergiss es. Ich schlaf gleich im Stehen ein. Wir sehen uns später. Wie eine Königin. Ich behandle sie wie eine Königin, du Schwachkopf. Nee, du hast die eben ziemlich arschig behandelt, also, Na gut, können wir hier noch irgendwas machen? Mauslis Schaufel. Ich hab selbst eine. Mausli scheint besser in Form zu sein, als er aussieht. Schade. Na gut. Dann würde ich sagen, erstmal wieder zurück. Und schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Warte mal, ist jetzt sein Roller. Ah ja, sein Roller ist jetzt weg. Das heißt, er hat seine Schaufel liegen lassen. Könnten wir denn noch hin? Hat wohl geschlossen. Ah, die haben auch zu. Sind hier vielleicht irgendwo Reifenspuren? Ne, nur die, die wir schon kennen. Okay. Was sagt denn der Tipp? Tipp sagt René Lachan, okay. Ja, dann. Na. Dann erstmal wieder zurück. Was können wir denn jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, was wir noch machen können. Wir waren ja im Grunde überall. Zeit fürs Bett. Wieder mal. Ah, okay. Thank you.
Eieiei. Also diese Hinrichtungsszene eben mit dem Einhorn, das hat mich doch sehr an die Hinrichtung von den beiden Leuten von dem Prinzen erinnert. Also, ja, scheint sich auch immer weiter zuzuspitzen. Also, Tag 3, 7 bis 10 Uhr. Gut, wir sind wieder als Gracie unterwegs. Ich kann nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist. Nun, das war schon lange fällig. Oh Gott. Das will ich wirklich nicht tun. Okay. Was haben wir denn hier? Nun sieh sich einer diese genealogischen Karten an. Es geht um die Blutlinie. Ich frage mich, wo er das gefunden hat. Tja. Ich bin versucht, mich damit gemütlich hinzusetzen, aber heute Morgen habe ich anderes zu tun. Ich lese es später. Dieses Konzept der Blutlinie taucht immer wieder auf. Ich frage mich, ob Sydney etwas darüber weiß. Dieses Konzept der Blutlinie taucht immer wieder auf. Ja, was haben wir hier? Das sind die Schlüssel für die Harley. Ah, okay, das ist gut. Das heißt, wir sind jetzt als Grace auch mobil. Worauf du dich verlassen kannst. Das ist sehr schön. So, aber an Sydney setzen wir uns jetzt noch nicht ran. Mal, was das ja, ist. Maus hat mir gestern Abend seinen Schlüssel gegeben, falls ich es mir anders überlege. Ew. Nee. Vor allem, wie ist, wenn Maus seinen Zimmerschlüssel abgegeben hat, wie ist er denn in sein Zimmer gekommen? Oder wo hat er geschlafen? Oh, da ist er ja noch. Dieser Raum ist abstoßend. Mosley. Mann, ist der aus oder was? Ich glaube, das war einmal ein Aktenkoffer. Ich möchte nichts da drin anfassen. Alles sieht klebrig aus. Da ist nichts drunter außer Unterwäsche. Dieser Raum ist abstoßend. Gott, ich will das wirklich nicht anfassen. Ich denke, ich sehe mich erstmal um. Dieser Raum ist abstoßend. Gott, ich will das wirklich nicht anfassen. Ich denke... Okay. Ja, er ist überall, nur nicht in der Mülltonne. Wie bitte? Ein bisschen aufräumen. Nada, ich glaube, ich bin erleichtert. Dieser Raum ist abstoßend. Ich bin froh, dass Gabriel keine solchen Schuhe trägt. Das ist ein Kleiderschrank, wie in unserem Zimmer. Leer. Nicht überraschend. Klar, alle Man Sachen kann liegen am Boden. Ich kann nicht von ihm erwarten, dass er jedes Mal die Tür aufmacht, wenn er etwas braucht. Ja, wer braucht schon einen Schrank, wenn er einen Boden hat? Da ist der goldene Blazer, den er dauernd anhatte. Fast wäre es mir gelungen, dieses Ding zu vergessen. So, aber was hat es hier mit dem Haufen auf sich?
Dieser Raum ist abstoßend. Ich werde wohl nicht drumherum kommen, oder? Aha. Ach, das brauchten wir ja noch. Das ist dieses GPS-Gerät. Für das Rätsel. Wir haben ja noch die Koordinaten. Das ist schon mal gut. Na, da lang. Der Jean. Sonst ist hier niemand. Ach, Lady und Estelle. Guten Morgen, Lady Howard. Estelle? Gott, ist die heute wieder aufgekratzt. Hat Ihnen die Partie Bridge gestern Abend Spaß gemacht? Ja, das war sehr nett. Wundervoll. Besser jedenfalls, als sich zu langweilen. Oder mit diesem widerlichen Wilkes zu Abend zu essen. Ist das etwa der Grund für unsere gute Laune heute Morgen? Oh nein. Sie wissen ja, was man sagt. Einmal richtig ausschlafen kann Wunder wirken. Warten Sie nur, bis Sie 40 sind, Schätzchen. Eieiei. Immer wieder eine nette Bekanntschaft. Ja, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Emilio sitzt da nicht. Wo ist der überhaupt? Und wo sind die anderen? Hat der Buchladen jetzt vielleicht offen? Bedauerlicherweise haben sie geschlossen. Ach so, der ist für Dauer geschlossen, ja. Aber eigentlich brauchen wir da ja auch nichts, weil wir haben ja das Buch schon.